Ja, Amen, Pitti, Gott soll dich segnen. Das war wirklich das, was wir am Montag gesprochen haben. Und ich kann euch sagen, ich bin wirklich, mein Herz ist voller Freude. Ich sage es uns nochmal. Ganz einfach und persönlich an dein Herz. Ich sehe so viele von uns, die von Gott berufen sind. Du auch? Ich sehe so viele von uns, die von Gott Talente und Begabung bekommen haben. Kostbar, zubereitet, beschenkt von Gott. Und jetzt, wo alles da ist, was gebraucht wird, beginnt Gott zuzubereiten und einzusetzen in das Haus. Willst du das? Willst du das? Stell dir mal vor, wenn du eine Mauer siehst und nur ein Stein fehlt, ist die Mauer dann vollständig? Nein. Es können alle anderen Steine da sein, aber wenn du fehlst, dann fehlt etwas. Und deshalb bin ich dankbar, dass du nicht fehlst und dass du in deinem Herzen heute sagst, Herr, ich bin bereit. Und nicht da, wo ich will, sondern da, wo du willst. Und wir machen das ganz praktisch. Nämlich, wir sind nicht nur Redner und Hörer, sondern auch Täter. Wir tun. Amen. Und etwas beginnt immer im Geist. Das ist manchmal ganz unscheinbar. Im Geist beginnt es, im Unsichtbaren. Und wenn es dann sichtbar wird, ist es gewaltig. Ich sehe hier junge Männer, ältere Männer, junge Frauen, ältere Frauen, die für Gott einsetzbar sind. Jetzt vielleicht bist du ganz unscheinbar. Und dann, was Gott aus dir tut, kommt etwas Gewaltiges. Nicht aus unserem Fleisch. Ich glaube, wir sind so reif schon geworden, dass wir wollen nicht mehr hochmütig sein. Amen. Hier haben wir eine Liste. Unsere Lavi hat es ausgedruckt und es sind Stifte dann da draußen. Wir legen das aus ins Foyer. Unsere Lavi legt es jetzt ganz bewusst gleich raus. Und dann kannst du hier deinen Namen einschreiben und kannst dazu sogar schreiben, was so in deinem Herzen ist an Dienst. Und ich gebe euch ein paar Beispiele, was wir besprochen haben, bevor wir jetzt dann noch ein Lied zusammen singen vor dem Wort Gottes. Ich gebe euch ein paar Beispiele, was wir gesagt haben, was in der Gemeinde momentan an Dienste gebraucht wird. Und ich sage uns ganz bewusst, wir sind so reif geworden und von Gott zubereitet worden, dass uns nicht wichtig ist, im Rampenlicht zu stehen, sondern dass jeder an seinem Platz ist, wo Gott ihn haben will. Der hier vorne steht, ist nicht wichtiger wie der im Verborgenen Gott dient. Davon müssen wir wegkommen, von dem menschlichen, fleischlichen Denken, dass nur der wichtig ist, der hier ein Mikrofon hat. Das stimmt nicht. Hier ist es daran, dass wir in der Gemeinde ganz praktische Dienste brauchen, die wir wirklich Gott uns aufs Herz gelegt hat. Zum Beispiel, wir haben gesagt, wir brauchen einen Begrüßungsdienst. Der erste und der letzte, den du siehst, ist der, der dich draußen begrüßt. Seht, die Gemeinde kann manchmal noch so schön ablaufen, der Gottesdienst noch so gut sein, der Lobpreis, die Predigt. Aber wenn wir draußen im Foyer die Gäste nicht herzlich begrüßen und vielleicht noch unfreundlich sind, haben wir verfehlt. Im Haus Gottes sollen sich alle wohlfühlen. Und am Anfang, besonders am Anfang, ist es so, dass man auf Menschen sieht, richtig? Vielleicht bist du derjenige, der einen bleibenden Eindruck, weil Liebe in dein Herz ist, bei den Menschen hinterlässt und du darfst Gott darin dienen, Menschen zu begrüßen, freundlich zu sein. Ist das ein guter Dienst? Ja. Vielleicht bist du jemand, der Kinderdienst am Herzen hat, ganz praktisch. Du kannst die Kinder von Gott erzählen. Und etwas Bleibendes, etwas Fruchtbringendes in ihrem Leben hinterlassen. Ist das ein guter Dienst? Manchmal meint man, die Kinder, das ist so eine Art Löwenbändigung, dass die nur die Stunde überleben da hinten.
dann lasst es uns lieber nicht machen. Kinderdienst ist, hört, die schönste Stunde für die Kinder in der ganzen Woche. Eine Stunde, wo die Kinder sich schon unter der Woche freuen und sagen, Mama, Papa, lasst uns in die Gemeinde gehen. Ich muss doch in meine schöne Stunde wieder. Soll das so sein? Sei du der, der da mithilft. Wir haben Putzdienst. Ist es eine Ehre für Gott zu putzen? Könnt ihr euch erinnern an die Predigt, die uns der Schibi gegeben hat? Der Pastor der afrikanischen Gemeinde, wo er gesagt hat, er hatte den schönsten Dienst, als er in Afrika noch zu Hause war, in der Gemeinde. Und ich habe mir jetzt so gedacht, er wird sagen, er hat schon dort gepredigt. Er hat gesagt, er durfte frühmorgens 3 Stunden, bevor der Gottesdienst beginnt, und die beginnen früh den Gottesdienst, nicht so wie wir abends. Er durfte 3 Stunden vorher da sein, Stühle abwischen, weil der Boden oft staubig ist. Und er hat für jeden Stuhl gebetet und gesegnet, dass der, der drauf sitzt, die Nähe und die Gegenwart Gottes spürt. Das ist nicht viel bla bla, große, wichtige Posten einnehmen, sondern von Herzen Gott dienen. Putzdienst ist etwas Kostbares, etwas Wertvolles. So brauchen wir Ordner. Wir haben unsere Ordner, die sehr treu sind, aber es fehlen noch. Wir brauchen noch 3, 4, 5 Brüder, die den Ordnerdienst mit einnehmen, helfen, freundlich sind, zur Seite stehen. Die Ersten und die Letzten sind, die sich um alles kümmern, damit der Gottesdienst funktioniert. So brauchen wir Technikdienst. Techniker, wir leben in einer modernen Zeit. Wenn die Technik nicht funktioniert, funktioniert der ganze Gottesdienst nicht mehr. Merkt ihr das? Wenn die Mikrofone pfeifen, wenn die Anlage falsch eingestellt ist, wenn das Internet mal wieder nicht geht, so wie heute, und die Musik sich so komisch anhört, weil das alles verstellt ist, dann merkst du schon, wir brauchen Techniker. Ist das kostbar? Was nutzt es, wenn ich hier vorne predige und die Technik geht nicht? Merkst du, wie wichtig diese Dienste sind? Dann geht es weiter. Wir brauchen Organisatoren. Wir haben so viel vor, dieses und nächstes Jahr. Wir sind gerade auf einem Übergang, das hören wir auch später in der Predigt. Wir sind gerade auf einem Weg in etwas Neues hinein. Und da geht es auch darum, hinauszugehen, zu evangelisieren. Was brauchst du dafür? Natürlich brauchst du Evangelisten. Ja, das werden wir auch brauchen. Und Prediger, ja. Aber wir brauchen auch Männer, die organisieren. Und Frauen, die anrufen, die Seele ausmachen, die Plätze ausmachen, wenn wir in die Städte hinein wollen, die Genehmigungen einholen, die planen, die Hotelzimmer ausmachen, die sich um alles kümmern. Da gibt es so viele Dinge, Werbungen, Internetarbeit. Eine große, starke Gemeinde, so wie unsere Gemeinde jetzt die letzte Zeit immer mehr wächst, braucht das alles. Und wir wollen weggehen von dem alten Denken und uns mehr von Gott führen lassen. Amen. In das Neue hinein. Gute Struktur. Und so brauchen wir natürlich auch ein Seelsorgerteam. Wir haben damit schon mal begonnen. Es hat sich wieder etwas verloren. Corona kam auch dazwischen, verschiedene andere Dinge. Das soll bleiben. Die Gemeinde braucht einen Seelsorgerdienst. Seelsorger sind gefragt. Wir brauchen ein Gebetsteam. Eine betende Gemeinde ist eine siegreiche. Denn wir haben einen, der uns alles tut und der unser Sieg ist. Und oft haben wir nicht, weil wir nicht bitten. Deshalb wollen wir mehr bitten, dann haben wir mehr. Amen. Und wenn wir bitten, wollen wir nicht bitten wie Bettler und klein, sondern ich kann von meinem Gott Großes verlangen, denn er ist groß. Amen. Und ich darf beten, zum Beispiel, dass diese ganze Stadt Jesus erkennt. Und manche sagen, oh, das ist aber ein hartes Gebet. Aber ich darf so beten, denn Gott ist gut und groß. Und wenn wir ihn bitten, dann schenkt er. Und wir haben noch so viele Menschen hier in dieser Stadt, an die du jetzt gerade denkst, die brauchen Jesus. Denn stell dir vor, es ist mal der Tag, an dem diese Welt vergeht. Und da soll keiner zurückbleiben. Die, an du jetzt denkst, die sollen nicht zurückbleiben. Wir brauchen Beter. Und so gibt es verschiedene Dienste.
Evangelisten und. Wir haben gesprochen, wir wollen auf die Straße gehen, wir wollen Straßenmissionen machen, wir wollen alle Nationen Segen sein, richtig? Denn Gott liebt alle Nationen gleich, egal von welchem Land. Wir haben das erkannt. Unser Sammy nickt und Gott wird ihn gebrauchen dazu, so wie viele von uns. Du sagst, du bist kein guter Redner. Ja, Gott braucht keine guten Redner. Gott braucht liebenvolle Herzen, hingegebene. Und auf einmal kommt so jemand wie ich, der gar nicht gut spricht, der eigentlich stottert, wenn er nervös wird. Auf einmal steht er hier vorne und muss predigen. Stellt euch mal vor, was Gott alles kann. Er ist der, der Wunder tut. Wir singen jetzt noch ein Lied, den Gnadenregen, der auf unser Herz kommt. Ich habe genug gesprochen, draußen sind die Listen, du darfst dich dort eintragen. Das ist keine, wie soll ich sagen, Verpflichtung. Es ist einfach, wenn du das im Herzen hast, dann darfst du mal darüber nachdenken. Und wenn du dich da eintragst, dann werde ich auf dich zukommen, mit dir reden, mit dir beten. Wenn du nicht weißt, für welchen Dienst du vielleicht in deinem Herzen hast, von denen, was ich jetzt gesagt habe, dann schreib einfach ein Fragezeichen hin, aber dein Name steht dort. Und die Gemeinde sieht, du bist jemand, der da bereit ist. Amen. Lasst uns ein Lied noch zusammen singen und dann kommen wir zum Wort Gottes. Dieser Gnadenregen, der unser Leben verändert hat. Wollen wir das? Und vielleicht denkst du jetzt gerade auch, es ist jetzt dran, dass ich mich bereit erkläre, weiterzugehen. Weiterzugehen mit Jesus. Aber wer gibt mir die Kraft? Die Gnade Jesu gibt dir die Kraft. Er ist deine Stärke. Nur mit Jesus. Die Gnade Gottes hat unser Leben verändert. Ohne die Gnade Gottes wollen wir nicht mehr sein. Die Gnade Gottes ist, die alles neu macht in deinem Herzen. Und die Gnade Gottes weist uns den Weg. Und die Gnade Gottes bringt uns in Nachfolge. Und manche haben immer noch Angst, wenn wir so viel von der Gnade Gottes reden. Und ich sage dir, deine Angst ist unbegründet. Denn die Bibel sagt in Titus 2, dass sie Gnade uns in Zucht nimmt. Wer die Gnade Gottes verstanden hat, der folgt noch mehr nach. Ist es nicht so, dass wir können uns auf unsere Taten nichts einbilden? Wer von uns ist so ein großer Held, dass er sagt, ich brauche die Gnade Gottes nicht? Die Gnade Gottes ist auch die Gnadengabe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann ändert sich alles. Und dann bist du jemand, der vorher anders war, der vorher nicht gemeint hat, dass er kann jemals Gott dienen oder seine Stelle in dem Haus Gottes einbringen, seine Stelle, seine Berufung erfüllen. Auf einmal gibt Gott dir diese Veränderung, diese Kraft durch diese Gnade und Gnadengabe. Lasst uns wegkommen von dem religiösen, traditionellen Denken. Wir wollen niemals so sein wie die Pharisäer. Wir dürfen die Pharisäer aber auch nicht verlachen und über sie lustig machen. Denn sie waren eigentlich so, wie manche gesetzliche Christen sich ein gutes Christsein vorstellen. Aber Jesus hat ihnen immer gesagt, dass sie im Herzen sollen Gott kennenlernen. Und das ist der Weg der Gnade. Ich hoffe, du verstehst es, dass du weggehst von diesem ganzen traditionellen, menschlichen, fleischlichen Christsein. Dass du erkennst, es geht um Herz, um Liebe. Wir waren gestern in der Kirche, ich und der Baby, wir sind rumgelaufen in die Stadt und es waren alle Türen, alle Tore offen hier am Viktualienmarkt, die große Kirche, manche kennen sie von euch. Und wir haben uns das so angesehen. Kann man einen Raum schöner haben wie so eine alte Barockkirche? Höher, größer, monumentaler, gewaltiger? Warst du schon mal im Petersdom in Rom? Ist das gewaltig, in die Halle hineinzugehen? Du kommst dir so klein vor und du musst doch denken, Gott ist so groß. Ist es das, was Gott will? Verstehst du jetzt, was ich meine? Das ist fleischliches Christsein.
wenn wir menschlich alles so groß und so besonders und so traditionell und so heilig wollen darstellen, ist es nicht besser, das alles im Herzen zu haben? Wie ich euch immer sage, nicht nur der Fisch an dein Auto, sondern in deinem Herzen soll er sein. Und das ist der Unterschied von Gesetz und Tradition zu Gnade und Liebe. Ja, ich kann euch immer nur dasselbe sagen, weil ich überwältigt bin von dieser Liebe. Wir gehen heute rein in einen Text und den kann uns unser Maurice mal versuchen, auf dem Bildschirm zu zeigen. Da geht es um den 3. Mose 23, Vers 2. Und dieser Vers sagt uns, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn. Merkt euch diesen Satz. Das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Wieder sagt er, dies sind meine Feste. 3. Mose 23, Vers 2. Und dann zählt er die Feste auf, die das Volk Israel feiern soll. Und was für mich heute für uns interessant ist, ist zu erkennen, das Geheimnis, das in diesen Festen, das in 3. Mose 23 angekündigt ist, das Geheimnis, was darin steckt, die Botschaft. Und wir werden es gemeinsam heute erkennen. Denn die Bibel sagt in Kolosser 2, Vers 17, und das ist unser Nebentext heute, in Kolosser 2, Vers 17 ist von den Feiertagen die Rede und dort heißt es, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Und hier merkst du, diese ganze Feste, wir gehen 7 Feste an der Zahl, haben jedes Fest für sich ein Bild auf das, was Christus für uns getan hat und noch tun wird. In diesen Festen des Alten Testamentes, was Gott seinem Volk Israel gab, wo Gott sagt, dies sind meine Feste, zeigt er ihnen den Weg, die Wahrheit und das Leben. Nämlich Johannes 14, Vers 6. Wer ist das? Oh, ihr kennt seinen Namen alle. Schreit ihn aus. Jesus. Es ist Jesus. Es weist auf Jesus hin. Und so wollen wir jetzt damit beginnen. Es sind die Feste Gottes, die auf Christus hinweisen. Ein Schatten, ein Bild. Und so ist es doch, wenn wir manchmal im Sommer einen Schatten sehen, dann kannst du manchmal schon, wenn du den Menschen gut kennst, an dem Schatten erkennen, wer es ist. Stimmt das? Und so können wir an diesem Bild erkennen, um wen es geht. Gott spricht zu uns in Bildern, ganz praktisch. Warum praktisch? Und jetzt hör genau zu. Gott will, dass dieses umgesetzt wird in deinem Leben. Was nutzt es, wenn wir theologisch und theoretisch immer sprechen und diskutieren? Momentan haben wir auch solche Zeit. Wisst ihr was? Wir leben in einer Zeit, wo sehr viel Erkenntnis ist. Die Erkenntnis nimmt zu. Warum? Warum? Weil das Böse zunimmt auf der Welt. Erkennst du das Böse? Ja, das erkennen wir ganz schnell. Aber erkennst du auch das Gute? Das erkennst du mit geistigen Augen. Wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wenn du auf das Geistige achtest, brauchst du geistige Augen. Manche haben die nicht, lass sie dir von Gott schenken. Sie sind für jeden da, du musst es nur wollen. Geistige Augen erkennen Geistiges und Geistiges gut. Und wir leben in einer Zeit, wo so viel Erkenntnis war wie noch nie zuvor. Warum? Weil wir es brauchen. Gott ist doch ganz einfach und logisch. Und deshalb sage ich dir, Gott zeigt sich uns darin, dass Christus alles ist. Die Antwort auf alle Fragen, auf alle Sorgen und Probleme. Er ist die Antwort. Er ist der Ausweg.
Er ist nicht dein Richter, das sagt die Bibel. Er ist nicht gekommen, um zu verurteilen und anzuklagen. Das ist ein Teufel sein Job. Er ist gekommen, um zu erretten, zu erlösen und das zu suchen, was verloren ist. Amen. Und er hat mich Verlorenen gefunden. Mich Verlorenen gefunden. Dich auch? Bist du glücklich darüber? Warst du vorher verloren? Bist du es jetzt noch? Nie mehr. Nie mehr ohne ihn. Nie mehr aus diesem Gnadenregen, wie wir gesungen haben. Nie mehr. Wer einmal das erlebt hat in seinem Leben, will er das wieder verlieren? Ist es nicht so, dass wenn du hast den kostbaren Schatz gefunden, den kostbarsten, den es gibt, dass du alles dafür hingibst? Und so ist es, wenn wir das erkennen. Und das, was mir jetzt heute wichtig ist, ist eins zu erkennen. Gott gab seinem Volk Israel diese Feste. Warum? Dass es in der Praxis umgesetzt wird. Das war eine klare Anweisung, was sie zu tun haben. Jedes einzelnen Fest der 7 Feste. Und sie sollten es feiern familiär. Und dann ist sogar die Anleitung, und wie das Volk Israel diese Feste feiert. Und wisst ihr was? Nicht religiös. Gottes Anweisungen sind nicht religiös. Feiert eine heilige religiöse Zeremonie. Ihr dürft nicht lachen. Ihr dürft euch nicht freuen. Ihr dürft nicht fröhlich sein. Setzt ein trauerndes, leidendes, schmerzverzerrtes, heiliges Gesicht auf. Damit man eure Gottgläubigkeit ja erkennt. Bruder, wie geht's dir? Ich bin in Anfechtung. Ist das das, was Gott will? Bruder, wie geht's dir? Ich bin in der Nachfolge. Und jeder, der in der Nachfolge ist, der leidet und ist sein Leben über. Ist das die Anweisung? Kann es das sein? Nein, dann bist du geführt vom religiösen Geist und nicht vom Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist Freude, Freiheit, Liebe. Ist das so? Freude. Einfach ehrlich. In der Gemeinde sind wir alle heilig. Wir reden sogar heimlich. Heilig. Heimlich heilig. Wir reden sogar heilig, richtig? Manche reden auf einmal sehr hochdeutsch in der Gemeinde. Draußen reden sie bayerisch oder schlesisch oder Romnes. Sämtliche Dialekte, die es gibt, und in der Gemeinde sind wir vornehm. Und wir reden auf einmal hochdeutsch. Der liebe Herr segne euch, liebe Geschwister. Und die anderen meinen dann noch, das ist Wunders wie Geist. Wow, ist das ein gelehrter Mann. Der weiß viel von Gott, weil er so vornehm redet. Wenn du dich davon blenden lässt, dann hast du den religiösen Geist im Kopf. Aber der Heilige Geist zeigt dir immer die Wahrheit. Und wenn einer hier ist, der kaum reden kann, gebrochen Deutsch spricht und Dialekt hat, wo du ihn kaum verstehst, aber du spürst die Salbung Gottes, die Liebe Gottes in sein Herz, dann ist alles anders. Amen. Ich habe schon Männer beten gehört in ihrer eigenen Sprache, auf Französisch zum Beispiel, afrikanische Brüder. Und die anderen haben davor gebetet, Deutsch. Und es war nichts. Und dieser Mann, ich habe nicht ein Wort verstanden. Er hat gebetet in Französisch, aber ich habe gemerkt, die Kraft Gottes darin. Und ich habe angefangen zu weinen. Warum? Weil ich die Liebe in den Heiligen Geist gespürt habe. Sei so, wie du bist. Sei ehrlich. Und wenn du Fehler hast, dann sag, dass du Fehler hast und gib Gott die Ehre und sag, Jesus, ich habe einen großen Gott, ich bin klein und unvermögend, aber mein Gott ist groß und er hat alles in meinem Leben vollbracht. Amen. Das ist der richtige Weg. Das ist das, was Gott von uns will. Und wenn, merkst du, wenn du diese Botschaft hörst, auf einmal passiert was in dein Herz. Spürst du das jetzt? Das ist doch nicht ich, das bin doch nicht ich, der hier redet. Du spürst die Wahrheit, die Salbung des Heiligen Geistes ist da. Du merkst, es ist was anderes. Es ist eine Liebe, eine Ehrlichkeit, eine Autorität, eine Authentizität, eine Ehrlichkeit, authentisch zu sein. Mit meinen ganzen Fehlern. Aber die Liebe Gottes macht alles anders. Und so sind die Feste ein Bild darauf hin. Die Feste, da sitzen sie zusammen. Die unterhalten sich und machen Spaß und die Kinder sind laut. Und dann muss der Vater wieder einen Bibelvers lesen aus dem Alten Testament, wo das Volk sich daran erinnert. Zum Beispiel bei Passa, den Auszug aus Ägypten, das erste Fest Passa. Und in dem Ganzen wird noch gegessen. Und die Kinder sind laut. Und die Familie sitzt zusammen. Denkt ihr, die sind anders da wie mir?
Wie ist es denn bei dir Weihnachten? Ist es da auch immer so religiös und so heilig? Oder hast du dich schon mal zu Weihnachten gestritten? Und die Kinder sind laut und die Frau ist nervös und es viele kochen und die Angel schüttelt schon mit dem Kopf. Bei uns ist Weihnachten, da geht's ab. Da ist immer was los, bei euch auch. Ein Gekoche, ein Gemache, nervös. Es ist ja bald wieder die Zeit. Die Eltern kommen, die sind sich manchmal noch uneinig und bringen da ihre Nervösigkeit mit rein. Und die Kinder, die sind total durch den Wind und wollen irgendwo hin, die wollen was erleben. Kennst du das? Und in dem Ganzen Gott mit einbeziehen. Da sagen manche, oh nein. Nein, hier kann Gott sich nicht wohlfühlen. Lasst uns lieber Hochdeutsch reden und unsere Gesichter aufsetzen. In dem Ganzen ist Gott mitten mit dir am Tisch. In dem ganzen Stress sagst du, Jesus, ich denke an dich, du bist mein Herr. Boom, ist er da. Und lacht mit dir und feiert mit dir und freut sich mit dir und deiner Familie. Das ist unser Gott. So ist unser Jesus. Amen. So ist unser Jesus. Es gibt keinen zweiten, nur ihn. Halleluja. Er ist der, der so ist. Einfach. So heilig, so durch und durch heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und wir beugen uns nieder und werfen uns zu Boden und weinen und sind vor Demut überwältigt. Aber genauso ist er real, spürbar, erlebbar. Dein Freund, der mit dir lacht, das ist unser Jesus. Ach, wie gut, ihn zu haben, ja? Und so ist es, die Feste, die zeigen hier das Herz Gottes, dass er mit dir zusammen will sein und mit dir feiern, mit dir lachen, mit dir weinen, bei dir sein. Es sind seine Feste und er feiert sie mit uns. Wenn du heute die Predigt in dein Herz lässt, feierst du in Zukunft alle Feste anders. Wenn du wirklich zuhörst, wenn du dein Herz jetzt aufmachst, auch ihr zu Hause, dann wirst du in Zukunft die Feste anders da feiern und du hast noch mehr Freude mit Gott in deinem Fest. Ach, wie gut, dass wir müssen keine Heuchler sein. Ist das nicht gut? Ich muss kein Heuchler sein. Halleluja. Ich darf so kommen zu ihm, wie ich bin. Und ich muss auch euch nichts vorspielen, denn wir alle wissen, es ist nur die Gnade. Seine Liebe und Gunst, es geht nur um Jesus. Es geht nicht um mich als Prediger, als Pastor, wer bin ich denn schon? Es geht um ihn. Ach, wie schön. Achte auf ihn mehr, achte weniger auf Menschen. Und dann geht es dir viel besser, dann bist du nicht so schnell enttäuscht. Ich bin so enttäuscht worden, du auch, heb mal deine Hand. Bist du schon enttäuscht worden von Menschen? Ach, wie sehr ich enttäuscht wurde. Wisst ihr, was gut dabei ist? Wir haben dadurch erkannt, Jesus ist der einzig wahre Gute. Ihm will ich mehr vertrauen. Und wenn du ihn siehst, das hatten wir am Donnerstag in die Jugendversammlung. Ihr Jugendlichen, ihr habt uns das selber erzählt. Unser Maiki hat davon gesprochen. Und andere. Wenn Jesus der Mittelpunkt ist, ist alles gut. Dann kannst du Menschen lieben, respektieren und achten. Und trotzdem nimmst du dir keinen Anstoß. Denn du siehst in Jesus seine Augen. Und dann siehst du erst den anderen. Ich glaube, das haben viele von uns erlebt. Lasst uns das erste Fest betrachten. Und hier geht es um das Passafest. Unser Maurice zeigt uns mal das erste Fest, das Passafest. Wir nennen es Passa und in Israel Pessach. Und dieses Pessachfest ist, wie wir alle wissen, das Fest, an dem die Lämmer geschlachtet werden. Und Gott hat dieses Fest angeordnet, dass das Volk Israel sich jedes Jahr daran erinnert, dass er ihr Bitten, ihr Flehen erhört und sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Und dass er sie bewahrt hat vor dem Tod, der durch Ägypten ging, durch das Blut des Lammes an die Türpfosten. Ich glaube, besser von Jesus kann man nicht mehr predigen, wie diese Predigt, die uns Gott gibt.
Merkst du? Das erste Fest. Und das erste Fest ist auch im ersten Monat des hebräischen Kalenders. Der hebräische Kalender ist anders da wie unserer. Da beginnt nämlich das neue Jahr. Es heißt hier, der erste Monat ist der Nisan. Das ist der Nisan. Nicht Toyota, sondern Nisan. Janus sieht mich an verwirrt. Ja, das heißt ehrlich Nisan. Nisan ist dieser Monat. Das ist der 14. des ersten Monats, ist hier das Passafest. Es ist ein Start für ein Leben in der Absicht Gottes. Stimmt das? Hat es dieses Pessachfest in deinem Leben gegeben? Hast du Jesus, das Blut des Lammes Gottes, an die Herzenstür gestrichen? Und der Tod ging vorüber. Wisst ihr was? Manche, die noch nicht bekehrt sind, die aber glauben an Gott, die denken sich, ja, dieses Bekehrtsein ist ja schön, ich glaube ja auch an Gott, aber ich bin nicht gut genug. Wenn du so denkst, dann will ich dir sagen, war es wichtig, wer da hinten drin ist in dem Zimmer? War es wichtig, wer im Haus ist, ob der gut oder schlecht ist? Oder ist der Tod nur vorübergegangen, weil er den Blut am Türpfosten gesehen hat? Merkst du was? Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dein Können. Es geht nicht, ob du gut oder schlecht bist. Es geht um das Blut des Lammes. Denn du wirst niemals gut genug sein, um dass der Tod nicht da reingeht. Nur das Blut des Lammes und der Tod kann nicht darunter. Richtig? Das zu erkennen, ist schon mal das Erste. Dass hier ein neues Leben beginnt mit der Absicht Gottes. Und das bedeutet Auszug aus dem Machtbereich des Teufels. Hast du das erlebt? Die Kinder Israel haben es erlebt in Ägypten. Und wir erleben es heute im Geist. Da ist es uns gezeigt, tatsächlich im Physischen, im Sichtbaren. Und wir haben es erlebt, unsichtbar. Aber genauso real und in Wirklichkeit noch realer, denn es hat Bestand. Richtig? Dieses Blut des Lammes hat uns erkauft und wir sind aus dem Machtbereich des Teufels heraus. Amen. Yes. Wie gut. Raus aus dem Land der Sklaverei. Gerettet durch des Lammes Blut. Oh, dieses Lied kennst du doch. Gerettet durch Jesu Blut. Denn sein Opfer hat mich frei gemacht. Dieses Passafest ist uns eigentlich am nächsten, denn wir haben davon oft schon gehört. Und hier ist der Parallele dazu. Zum Pessachfest ist der Tag, an dem die Lämmer geschlachtet sind. Und das ist der Karfreitag. Richtig? Wir haben dieses Fest im Christlichen. Und so ist es uns gegeben, dass Israel, das Volk Israel, hat die Schlachtung des Passalams, des Passalämmer. Und wir haben im Geist das Lamm Gottes. Und Offenbarung 4 heißt es, kennst du die Bibelstelle? Siehe da, niemand war würdig, den Heilsplan Gottes zu öffnen, das Buch des Lebens, das Siegel zu brechen. Und dann sagt der Himmel, siehe da, das Lamm Gottes. Er ist würdig. Ach, wie gut. Dieses erste Fest zeigt uns genau das Lamm Gottes, das für uns geopfert wurde. Und wisst ihr, was so schön ist? Ich erinnere euch. Es ist sein Fest. Wisst ihr, wer sich darüber noch mehr freut wie wir? Der Vater im Himmel. Er freut sich und feiert dieses Fest. Es ist sein Fest. So sehr liebt er dich. So sehr liebt er dich. Wenn du deinen Sohn verloren hast, deine Tochter verloren hast und du bekommst sie zurück, bist du dankbar? Feierst du ein Fest? Soll der Vater nicht noch dankbarer sein, weil er durch die Liebe pur ist? Er feiert dieses Fest. Er feiert dieses Fest. Boah, unser Vater ist so voller Liebe und Güte. Das nächste Fest
ist das Fest der ungesäuerten Brote. Und dieses Fest kommt genau zwischen 15. und 21. des Monats Nisan. Und dieses Fest heißt Matzot. Matzot ist eigentlich genau auch das, was das Brot heißt. Wir kommen heute Abend noch zum Abendmahl. Und so wie dieses ungesäuerte Brot, ist dieses Fest das Bild dahin. Das Fest der ungesäuerten Brote. Warum? Warum eigentlich ungesäuert? Und da gibt es einen ganz guten Vergleich. Die Bäckerinnen und die guten Köche wissen das. Ohne Sauerteig, ohne Hefe geht ein Teig nicht auf. Dann bleibt es so. Richtig? Oh, unsere älteren, guten Köchinnen nicken da hinten. Ich sehe dich. Unsere älteren Schwestern, die gute Köchinnen, die wissen das. Hier, kein Sauerteig. Und dies ist das Bild darauf hin. Überleg mal, der Sauerteig hat keine eigenen Mineralstoffe, keine eigenen Nährwerte. Der bläht nur auf. Hast du schon mal eine Semmel aufgeschnitten, wo viel Luft drin war? Die sieht so gut aus von außen, bis du reingestochen hast. Kennst du solche Semmeln? Und das ist der Hochmut der Pharisäer. Stolz. Hochmut und Stolz des religiösen Geistes. Und hast du schon mal gemerkt, die Religiösen sind sehr, sehr, sehr stolz und hochmütig. Und wie sie schon laufen und wie sie schon reden und wie sie manchmal den heiligen Kopf halten. Kennst du das? Und die Bibel ist nicht groß genug, mit der sie über den Platz laufen. Oh, die muss größer sein. Ich habe zu Hause eine, die müsste ich mal mitbringen. Die habe ich von Janosch geschenkt gekriegt. Damit kannst du einen totschlagen mit der Bibel. Die ist einen halben Meter breit. Ihr lacht. Jimmy, wir haben das erlebt. Siehst du? Ganz oft. Nein, Gott liebt uns viel zu sehr. Und ich bin dankbar, dass ich, der genauso war, von Gott bin verändert worden. Nicht mein Verdienst, ich wäre noch genau derselbe hochmütige Volltrottel. Der hochmütige Esel, der nichts entstanden ist und doch meint viel zu wissen. Es war seine Gnade, wieder rede ich von Gnade. Und deshalb sage ich uns alle, der Satan soll zum Ende kommen. Amen, in dein Leben. Er soll zertreten werden. Unter die Füße Jesu. Du bist viel zu kostbar und wertvoll, als dass du dich weiterhin lässt so verblödeln. Gib Gott die Ehre. Das ist wahre, wahre Ehre. Und so ist es, dass dieses Brot hier, dieses Sauerteig, ein Bild daraufhin ist. Und deshalb soll alles, was sauer ist, jeder Sauerteig aus dem Haus raus, diese ganze Woche, das ist das Fest, das Wochenfest der ungesäuerten Brote. Und das Volk Israel macht heute, bis heute noch, das Haus sauber. Und sehen überall nach, in jeden Schrank, dass nichts mehr im Haus ist. Auf was deutet Gott dahin? Ah, ganz klar für uns. Was ich gerade gesagt habe. Ganz klar für uns. Und das ist auch für uns, welches Fest ist für uns dafür da? Passa war der Karfreitag. Welches Fest ist uns gegeben? Abendmahl. Wann haben wir dieses Fest der ungesäuerten Brote? Jedes Mal, wenn wir das Brot brechen. Merkt ihr das? Dann feierst du das Fest, Matzot. Und du wirst daran erinnert, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus an meiner Statt. Er ist das Brot des Lebens. Er ist mein Heil. Er ist meine Kraft. Er ist meine Stärke. Sein Wort ist das Brot, richtig? Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ach, wie gut. Wir feiern nachher dieses Fest im Geist. Und das ist so schön, das zu erkennen. Es steht für einen Prozess der Heiligung. Der Heiligung inmitten der neu gewonnenen Freiheit. Hör zu. Freiheit. Frei vom Gesetz. Und dennoch in Heiligung. In Nachfolge.
Unser Motiv ist nicht mehr das Gesetz, Angst vor Strafe. Unser Motiv ist die Liebe. Ein Sohn und eine Tochter tun mehr als die, die angestellt sind, sagt Paulus. Richtig? Wenn wir uns vom Gesetz leiten lassen, sind wir wie Angestellte. Verpflichtet, etwas zu tun. Ich bin nicht verpflichtet. Und deshalb tue ich noch mehr. Verstehst du das? Der Angestellte lässt um Punkt 18 Uhr den Stift fallen. Aber der Sohn, der Erbe ist, der tut es von Herzen. Viel mehr, als er muss. Und das bedeutet Heiligung inmitten der neu gewonnenen Freiheit. Lasst uns das aufschreiben. Ich habe extra von unseren Brüdern die Tafel hierher kommen lassen. Und deshalb wollen wir schreiben. Das erste Fest war Passa. Das zweite Fest ist das Matzot. Jetzt kommt das dritte Fest. Das dritte Fest ist das Fest der Erstlingsfrüchte. Und dieses Fest ist der Sonntag nach dem Passafest. Wenn diese Woche des ungesäuerten Brotes zu Ende geht, kommt dieses Fest, das Fest der Erstlingsfrucht. Chag Habikurim heißt es auf Hebräisch. Und dieses Fest bedeutet, dass die erste Ernte, die erste Garbe, wenn geerntet wird, wir sehen da die Ähren, wir sehen den Weizen. Und die erste Ernte wird dem Herrn dargegeben. Das bedeutet einmal für uns, was? Dass wir Gott das Beste geben. Denn er hat das Beste für uns gegeben. Ein Bild auf Jesus. Und zum nächsten bedeutet es, dass es uns zeigt, die Auferstehung Jesu. Dies steht für den völligen Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Die Erstlingsfrucht ist ein Bild auf unseren Herrn Jesus. Denn er ist der Erste unter vielen, vielen Geschwistern, Erlösten. Richtig? Er ist der Erste. Und dies ist ganz interessant, dass dies zu tun hat mit Hingabe und dass die Gemeinde, und das musst du jetzt heute verstehen, die Gemeinde Jesu, die Braut Jesu, ist eine Gemeinde der Erstgeborenen. Warum? Warum? Weil er der Erstgeborene ist. Und was ist die Gemeinde? In Christus. Das Evangelium ist nicht so, dass dir das Blut des Herrn vergeben hat und jetzt hast du eine zweite Chance gekriegt. Jetzt machst du aber richtig. Das ist die Umleitung zurück zum alten Bund. Das Evangelium ist der neue Bund und das bedeutet, diesen Bund hat der Vater mit dem Sohn geschlossen. Deshalb ist es ein ewiger Bund. Und du und ich, wenn wir Christus akzeptiert, angenommen haben in unserem Leben als Herrn und Heiland, sind wir in Christus durch den Glauben. Und deshalb bin ich und du eine Gemeinde, eine Familie der Erstgeborenen, weil er der Erstgeborene ist und wir in Christus sind. Ist das Evangelium gut? Ja. Wie gut. Wenn der Vater uns sieht, sieht er Christus.
Er hat für uns bezahlt. Das Blut Jesu bedeckt uns. Amen. Ach, das ist so gut zu verstehen. Das vierte Fest ist das Wochenfest. Und dieses Wochenfest ist das Schawottfest. Dieses Schawottfest ist der siebte Sonntag nach dem Fest der Erstlingsgaben. Der siebte Sonntag nach der Erstlingsfrucht. Genau der siebte ist dieses Fest der sieben Wochen. Interessant ist, sieben Wochen mal sieben Tage sind 49 plus 1. Plus diesen einen Tag, der mit der Auferstehung und mit dem Tod, sind wir genau bei 50. Von der Auferstehung. Genau bei 50. Insgesamt der 50. Tag, wenn du Kalender, hast du das schon mal gehabt, wenn du den Kalender, ich weiß jetzt, dass manche rechnen, manchmal, wenn du die Kalender dann zählst, ist es auf einmal ein Tag mehr, weil du den Tag mitrechnen musst, dann bist du genau bei 50. Und diese 50 Tage spiegeln sich wieder genau in dem Tag, als Mose am Berg Sinai-Gebirge die Gebote empfang die Gebote am Gebirge, am Berg, und das Volk wartete. Sie empfingen die Gebote, die Gesetze. Gott hat dieses Volk dadurch abgesondert, herausgerufen aus der Sklaverei in Ägypten. Merkt dieses Bild. Und gab ihnen das Wort des alten Bundes. Was sagt Paulus? Der alte Bund ist ein Bild auf das, was noch kommen soll. Paulus hat es verstanden. Es ist ein Bild auf das, was kommen soll. Der alte Bund ist nicht die Endlösung. Der neue Bund hat mit Christus begonnen. Und in Römer 10, Vers 4 heißt es, als aber Christus kam, kam das Gesetz zu Ende. Und Paulus sagt, der neue Bund ist der bessere Bund, weil er gegründet ist auf das Blut Jesu Christi, nicht mehr auf das Blut von Tieren. Im Hebräerbrief ist voll davon, dass dieser neue Bund hier ist genau exakt an dem Tag, wo wir Pfingsten feiern. Dieses Schawottfest im Alten Testament ist für uns das Pfingstfest. Und dieses Pfingstfest ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und jetzt was so interessant ist. Lass uns doch mal wie Kinder sein. Gott hat an demselben Tag das Gesetz gegeben. Und im neuen Bund, an demselben Tag, den Heiligen Geist. Warum an demselben Tag? Weil der Heilige Geist die Erfüllung des Gesetzes ist. Ist doch ganz einfach. Das Gesetz ohne Heiligen Geist wirst du niemals schaffen. Richtig? Aber der Heilige Geist hat es vollbracht. Christus hat es für uns vollbracht und den Heiligen Geist uns gesendet, dass er uns führt in alle Wahrheit. Und so kann ein Mensch, der vom Heiligen Geist geführt ist, in der Wahrheit leben. Richtig? Aber nochmal, unser Fokus ist nicht auf das Gesetz, sondern auf Jesus. Die Zeit, wo ich immer auf das Gesetz achte und einen Sündenkatalog führe, die will ich lieber dazu verwenden, dass ich Wort Gottes lege und auf Jesus vertraue. Auf Jesus sehe, denn das ändert mich, das macht mich voll, erfüllt mein Herz mit Heiligem Geist und ändert mein Leben. Und wieder gibt es welche, die sich stören daran und sagen, ja, jetzt sagt er ja, er darf tun, was er will. Jetzt frage ich uns alle mal, was willst du denn tun? Was tust du denn gerne?
Was willst du tun? Wenn in deinem Herzen das drin ist, dass du willst in der Woche 10-mal deine Frau betrügen, dass du willst in der Woche 10-mal in der Ecke rumliegen, stocksteif besoffen, wenn es in deinem Herzen drin ist, dass du möchtest nur Schwindlereien machen, um dass du große, dicke Autos fährst und dass du angeben kannst. Wenn in deinem Herzen drin ist, dass du ein gewalttätiger, wichtiger Beherrschertyp bist und du dich immer zusammenreißen musst aus Angst vor diesem großen Gott, kommt es dann manchmal vor, dass du ausbrichst und verrückt wirst? Deshalb hörst du, dass die Gesetzlichen dann dull werden, verrückt werden und die schlimmsten Dinge tun. Das ist der Grund, weil es im Herzen noch drin ist. Jetzt sage ich dir, ist es nicht besser, wenn dein Herz anders ist? Wenn der Heilige Geist hier einzieht und dich verändert hier drinnen? Dann willst du auf einmal nicht mehr deine Frau betrügen. Du willst auf einmal nicht mehr wichtig und Herrscher sein, dass die anderen sagen, Mama, das ist ein gefährlicher Junge, hast du gesehen? Der hat dann aber die Zähne eingeboxt. Mama, hau morsch. Gefährlicher Typ. Oh, der kann Karate. Mama. Dann langweilt dich das tierisch. Dann ist es für dich so uninteressant. Was hast du denn davon, ob die denken, du bist gefährlich oder nicht? Hab doch lieber Freunde. Geh doch lieber überall hin und sei beliebt, als dass sie denken, Mama, der ist gefährlich, mit dem können wir uns nicht unterhalten, der verschneit uns gleich. Also sag doch mal, ist es nicht besser, bei deiner Familie zu sein, für deine Kinder ein guter Vater zu sein, für deine Mutter, als Mutter, für deine Familie ein Vorbild zu sein? Ist das nicht was Schöneres? Hat man vor so eine Frau und vor so einen Mann nicht mehr Achtung? Kann ich mich als Sohn rühmen und Danke sagen? Ich habe nicht lange her meine Mama Danke gesagt, weil sie für mich immer was besonders Ehrbares war. Sie hat mir das Gefühl gegeben, meine Mama ist was Ehrbares. Mein Vater. Ist das nicht schön als Kind, wenn du kannst sagen, als Sohn, mein Vater ist ehrbar. Ist kein Lügner, kein Schwindler, kein Drogensüchtiger oder Angeber oder jemand, der die Familie betrügt. Ist das nicht viel schöner? Ist nicht schöner, wenn Gott mein Herz tut verändern? Warum wollen wir uns das immer vorwerfen lassen? Von welchen, die so ein Herz haben, die das nur unterdrücken, die denken, dass wir so sind wie sie. Nein, wir sind nicht so. Aber nicht aus meiner Verdienst, nicht weil ich gut bin, sondern weil die Gnade Gottes mich verändert hat. Ich kann nicht mehr so sein. Ich will auch manchmal schlecht sein und jemand die Meinung sagen. Der Baby lacht mich dann manchmal aus und sagt, du machst es doch eh nicht. Und stimmt das? Ach, hör doch auf, machst du nur wieder, machst dich wieder wichtig, zum Schluss sagst du wieder gar nichts. Und genau so ist es. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ich bin in Wirklichkeit genauso schlecht und vielleicht noch schlimmer schlecht. Aber Gott hat mein Herz verändert. Und wenn ich dann schon wieder wenn ich dann nur die Augen sehe und muss jemand jetzt die Meinung sagen, kann ich schon wieder nicht. Bin ich lieber ruhig und sag gar nichts. Warum? Weil Gott hat mein Herz verändert. Ich bin nicht gut. Er ist gut. Alle Ehre sei ihm. Er schenkt das Wollen und Verbringen. Ist es nicht besser, wenn der Heilige Geist uns verändert? Wenn er uns verändert? Und dann kann ich sagen, ich tue, was ich will. Ja, ich tue, was ich will. Und ich muss mich dafür noch nicht mehr schämen. Denn für mich ist das Schönste, in die Gemeinde zu sein mit euch. Bevor, dass ich wie früher auf eine Party gehe oder irgendwas erlebe, was auch schön sein kann, ich gehe lieber in die Gemeinde. Ich bin lieber in die Gemeinde. Bevor, dass wir jetzt im Sommer in Urlaub waren, ich und meine Frau, wir waren lieber hier in München am Zelt. Und obwohl es viele Arbeit war und es war wirklich für mich an Grenzen meiner Kraft, es war schön, mit euch zu sein. Kriege ich dafür was? Oh, jetzt habe ich eine neue Zacke in die Krone gekriegt von Gott. Jetzt kriege ich noch einen größeren Lohn. Jetzt kriege ich ein Bentley im Himmel. Ist nicht alles nur seine Liebe? Wir wollen gar keinen Lohn, richtig? Lohn genug ist es, ihn zu kennen. An ihn zu denken.
Ach, wie gut. Hier zeigt uns klar, das Wochenfest ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das bedeutet, da, wo im alten Bund Gott hat sich offenbart, nämlich sein Wort, die Gesetze gegeben, sein Wort, da hat sich Gott offenbart im alten Bund, richtig? Das war der Geburtstag der Nation, der Identität, der Erwählung Israels, richtig? An dem es zustande kam, diesem Bund, den Gott geschlossen hat mit seinem Volk Israel. Und jetzt, im neuen Bund, ist es die Offenbarung, die gewaltigste, die mächtigste Offenbarung Gottes, die jemals hat stattgefunden. Dass sein Geist in uns ausgegossen ist und auf uns. Im alten Bund waren die nur auf die Männer Gottes. Jetzt im neuen Bund auf und in mir. Gott offenbart sich in mir, in meinem Herzen. Unterschätze das ja nicht. Unterschätze ja nicht. Tu nicht geistige Dinge mit menschlichen Augen beurteilen. Und hör auf, in geistige Dinge Gesetzlichkeiten mit reinzubringen, Anforderungen und dein Besserwissen und dein Gerechtigkeitsempfindnis. Denn dein Gerechtigkeitsverständnis ist ganz anders wie das Gerechtigkeitsverständnis Gottes. Wir denken, wenn wir was gut machen, sind wir gerecht. Du bist es bei weitem nicht. Und dass du besser bist vielleicht wie der andere, der ab und zu einen trinkt oder noch Zigaretten raucht, dann bist du jetzt besser. Ja, du bist besser. Gott sieht deine geheimsten Dinge. Deine geheimsten Dinge. Und er sieht auch, wenn du dein Finanzamt nicht bezahlst. Stell dir das mal vor. Und wenn du die Ausreden nimmst und wenn du sagst, die lügen ja alle damit, das sieht er auch. Also wenn du gesetzlich sein willst, dann sei es richtig. Nicht so wie die Pharisäer, die sich eigene Sachen gemacht haben, die rumgefeilt haben am Gesetz, damit sie es können schaffen, die sich selber beschwindelt haben. Willst du auch so sein? Dann bist du ein Heuchler. Ich kapituliere vor Gott. Ich bin ein Versager. Heute immer noch. Aber er verändert mich. Seht, ist es nicht schön, so zu sein? Ist es nicht schön? Wen geben wir damit Ehre? Ihn. Und er hat uns verändert und verändert uns weiter. Und da, wo ich noch ein Fehler bin, da vertraue ich ihm alles an. Und er führt mein Leben, denn der Heilige Geist ist in mir. Amen. Lasst uns weise werden, reifer werden. Hier geht es darum, dass diese Zeit, die Gnadenzeit hat begonnen mit dem Ausgießen des Heiligen Geistes. Und das ist die höchste Offenbarung. Und jetzt kommt was. Der fünfte Tag ist der Posaune, das Posaunenfest. Schafar. Das Posaunenfest, Schofar. Und das ist ganz interessant. Der Pitti, hoffentlich habt ihr noch genug, seid ihr noch wach, seid ihr noch da oder soll ich, das ist langsam schon lange, ne? Der Pitti hat mir vorhin gesagt, dass Gott hat ihm etwas gezeigt, dass etwas Neues beginnt für unsere Gemeinde. Ihr habt vorhin gehört. Und dass er ihm gezeigt hat, ein neues Jahr beginnt. Wisst ihr, was so interessant ist? Ihr wisst ja, dass nach jüdischer Rechnung der neue Tag, wann beginnt? Abends, 18 Uhr. Richtig? Der Tag beginnt abends. Falsch. Nochmal, der neue Tag beginnt 6 Uhr morgens. Ne? Abends um 18 Uhr beginnt die Nacht und wieder 6 Uhr morgens der neue Tag. Und jetzt, heute Abend, ist der 24. September. Und jetzt ist der Tag schon vorüber. Wir gehen schon in den Nachtmodus hinein. Und morgen früh um 6 ist der 25. September. Und am 25. September ist der Tag des Schofar. Hier, das Bild siehst du. Da siehst du dieses Schofar, dieses Widderhorn. Und das war auch ein Bild daraufhin, in Jericho, als die Mauer umkreist wurde, ihr kennt das, das Volk Israel sollte die Bundeslade, das ist die,
der totale Bild auf Christus sind, denn in ihm waren die Gebote, war der Aaronstab des Priesters, des ersten Priesters, der Hirtenstab, denn der Christus ist, er ist der gute Hirte, und das Manna vom Himmel, das ist auch Jesus, das Brot des Lebens, und es wurde herumgetragen, die Bundeslade, und das Schofferhorn wurde gepustet. Es erschallte und die Mauern fielen ein. Interessant, dass das Schofarhorn genau aus dem Horn eines Widders ist. Klingelt's? Als Abraham sollte Isaak seinen Sohn opfern, hat Gott gesagt, er hat sich ein Opfer ersehen, das ein Bild auf Jesus hin. Und was hat sich da im Gebüsch verfangen? Ein Widder mit seinem Horn. Und jedes Mal, wenn dieses Horn erschallt, denkt Gott daran, dass Christus bezahlt hat und die Mauern stürzen ein in dein Leben. Und das ist dieses Fest. Etwas Neues beginnt, etwas Neues, ein Start in etwas Neues. Der Startschuss, ein neues Zeitalter, Heils- und Menschheitsgeschichte völlig anders. Und dann muss ich dran denken, auf die Wiederkunft des Königs. Denn es heißt in der Offenbarung, kennt ihr die Stelle? Der Schall der Posaunen, die Engel erschallen die Posaunen und die Wiederkunft des Königs Jesus Christus kommt. Halleluja. Wie interessant dieses Fest, welche Bedeutung. Das sechste ist das bekannteste und das größte Fest. Das ist Yom Kippur, das Versöhnungsfest. Und jetzt ganz schnell. Im Versöhnungsfest geht der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste zur Bundeslade. Siehst du dort das Bild? Er geht zur Bundeslade, er nimmt das Blut des Opfertiers und besprengt siebenmal den Sühnedeckel, den Gnadenthron. Denn es gibt, das haben wir auch schon mal hier gepredigt in der Gemeinde, es gibt sieben Flüche, die der Sündenfall mit sich gebracht hat. Zum Beispiel, als Jesus im Garten Gethsemane der Schweiß wie Blut auf den Boden fiel, war der Fluch des Ackers gebrochen. Ihr kennt die Bibelstelle, als Gott zu Adam sagt, du musst nun im Schweiße deines Angesichts den Acker bebauen, denn er ist verflucht. Nicht Gott hat ihn verflucht, die Sünde hat das bewirkt. Gott wollte ihn versorgen. Deshalb führt uns Gott im Geist zurück, stellt uns wieder her, dass er uns wieder versorgen kann. Und der Fluch des Ackers ist gebrochen. Weil Jesus sein Blut ist auf dem Boden im Garten Gethsemane getropft, ist der Macht des Teufels gebrochen. Und er ist unser Versorger. Hast du momentan finanzielle Not? Wir beten nachher, Anschluss gleich dafür. Denn wir wissen, dass auch für diese Gemeinde, wir brauchen mehr Geld, um das Reich Gottes hinauszutragen. Und er wird uns das geben. Amen. Dass wir können unseren Zehnten in die Kornkammer, in die Gemeindekammer geben. Und dass Gottes Reich wächst. Amen. Und wir sind dadurch noch neunfach mehr, neun Teile mehr für uns. Ich sage euch ganz ehrlich, hier geht es um Versöhnungstag darum, dass wir klar und deutlich erkennen, das ist das Sühneopfer. Gott hat Buße getan an diesem, das Volk hat Buße getan bei Gott an diesem Tag, hat Buße getan, hat um Vergebung gebittet und Gott hat es geschenkt. Und so machen wir. Richtig? Wir haben unser Herz für ihn geöffnet, wir haben Buße getan, wir sind umgekehrt Kinder Gottes. Und wir tun auch bis heute, jeden Tag und immer wieder in unserem Herzen bereuen. Richtig? Ein Kind Gottes bereut. Der Heilige Geist zeigt dir nämlich die Wahrheit. Und da muss ich immer wieder sagen, wieder habe ich was falsch gemacht. Und es tut mir leid und es tut mir weh. Und ich sage, ach Herr, vergib mir. Aber mein Glaube und die Erkenntnis des Evangeliums gibt mir Zuversicht, dass er mir schon vergeben hat. Tue ich dennoch auf die Knie gehen? Ja. Tue ich manchmal weinen? Ja. Bin ich gehorsam und will umkehren? Immer wieder.
Aber wenn wir von Buße reden, musst du wissen, was Buße heißt. Buße heißt Bekehrung. Muss ich mich jeden Tag neu bekehren? Nein. Muss ich mich jeden Tag taufen lassen? Nein. Eine Bekehrung, ein Taufe. Christus ist einmal für uns gestorben. Sein Blut muss nicht nochmal fließen. Er hat die Macht dazu. Ein für alle Mal. Aber ich tue trotzdem um Vergebung bitten und bereuen und sagen, Herr, vergib mir, verzeih mir, weil ich ihn liebe, weil ich in Beziehung mit ihm bin. Verstehe, geh weiter. Erkenne, was Buße bedeutet. Buße heißt, griechisches Wort kennen wir immer wieder, Metanoia, Sinneswandel. Mein Sinn ist verändert. Und deshalb sage ich uns, es kann nicht sein, dass wir uns auf Christus berufen und ein gottloses Leben führen. Dann merkst du, dass an der Frucht nichts passiert ist in deinem Herzen. Wenn ich nur immer von Christus rede und sich nichts verändert hat, dann bin ich nicht vom Neuen geboren. Dann bin ich ein traditioneller Christ, so wie viele von uns von Kindheit an waren. Wir waren ja früher auch schon, bevor wir bekehrt waren, traditionelle Christen und haben uns an menschliche Vorgaben gehalten. Aber jetzt halten wir uns an Gottes Wort. Und wir wissen die Wahrheit. Das ist der Versöhnungstag, ein Bild auf Jesus hin. Und jetzt ist Jesus unser Hohepriester und bringt uns zurück zum Vater in die Arme Gottes. Nur einmal im Jahr durfte der Priester rein, der Hohepriester. Jetzt dürfen wir alle rein. Denn Jesus ist der Hohepriester in Ewigkeit, sagt der Hebräerbrief. Der Weg zu Gott ist frei. Der Vorhang zerriss von oben nach unten, von Gott aus. Und jetzt darf ich kommen, ich darf in diesem Allerheiligsten leben. Und das habe ich uns auch schon oft gesagt. Manche sind immer am Kreuz und haben immer mit Vergebung, Sünde, gerettet, verloren. Jeden Tag Vergebung, Sünde, gerettet, verloren. Heute gerettet, morgen verloren. Morgen wieder verloren, dann wieder einen Tag gerettet, dann wieder verloren. Dann musst du Glück haben, dass er gerade kommt an den Tag, wo du dich danach fühlst. Aber wenn dir das bewusst ist, das vollbrachte Erlösungswerk, ist deine Identität in Christus, dein Erbrecht. Und dieses Wissen, dieser Glaube verändert dich, dass du lebst in seine Gegenwart. Und jetzt sage ich dir, nur ein kindliches Beispiel, nicht immer Theorie, Praxis. Wenn ich im Auto bin und wenn ich höre ein aggressives Lied aus der Welt, kann es schon mal sein, dass ich vielleicht angesteckt werde, richtig? Aber wenn ich im Auto Lobpreis höre, auf einmal kann mir jemand schon mal die Vorfahrt nehmen und ich bin gar nicht mehr so nervös. Kennst du das? Ist es so? Die Nähe zu Jesus ändert alles. Lebe im Allerheiligtum, lebe ganz nah bei ihm. Der Weg ist frei. Jesus ist der Hohepriester in Ewigkeit. Und das siebte ist das Laubhüttenfest. Und damit kommen wir zum Ende. Das Laubhüttenfest heißt Sukkot. Und das Laubhüttenfest wird in Israel gefeiert einmal im Jahr. Nämlich am 15. bis zum 22. eine Woche lang des siebten Monats. Der siebte Monat heißt Tischri. Und in dieser Zeit baut jede Familie sich ein kleines Laub, eine kleine Laubhütte. Unser Maurice zeigt uns mal das nächste Bild. Damit kommen wir dann zum Schluss. Eine kleine Laubhütte. Und dort in der Laubhütte feiert die Familie. Sie essen zusammen, sie trinken zusammen, sie reden von Gott. Und sie denken an die Zeit, als das Volk durch die Wüste ging und Gott mit ihnen war. Sie hütteten und er hütete mitten unter ihnen. Und sie denken daran, dass Gott bei ihnen war in der Wüste. Hast du das auch? Hier in deinem Herzen. Jesus ist mit uns, er wohnt bei uns. Und das ist ein Bild auf die Ewigkeit in der goldenen Stadt. Steht da dein Name schon? Meiner steht schon da. Und den darf keiner mehr wegradieren. Sonst wird der Chef böse. Mein Vater hat nämlich meinen Namen dorthin geschrieben. So wie deinen, wenn du in Christus bist. Und Jesus sagt im Johannesbrief, dass Johannesevangelium, dass er vorausgeht, uns Wohnungen bereitet. Da steht dein Name an der Tür. Da steht dein Name an der Tür. Er gehört zu mir. Das war ein anderes Lied. Wie dein Name an der Tür. Dort ist dein Name, dein Zuhause. Und es geht nie mehr weg. Denn du bist geschrieben im Buch des Lebens. Jetzt sagen wieder manche, oh je, jetzt hat er was Gefährliches gesagt.
Jetzt hat er gesagt, die dürfen machen, was sie wollen. Vergesst nicht, was ich vorhin gesagt habe. Ich mache, was ich will. Ich will Jesus nachfolgen, noch viel mehr. Du auch? Dann bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn du nicht erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, bist du nicht wiedergeboren, dann gehst du sowieso verloren. Richtig? Wer nicht wiedergeboren ist, das ist die Wahrheit, die müssen wir predigen, dann gehst du verloren. Deshalb sage ich dir, wenn du nicht Jesus hast und wenn du nicht Frieden hast in deinem Herzen und nicht spürst, dass du dein Leben hast, ihm wirklich übergeben, nicht nur an ihn glaubst, so wie sagen, ich glaube ja alle an Gott. Nein, wenn du ihm wirklich dein Herz übergeben hast, dann wird dein Name geschrieben im Buch des Lebens. Du wirst wiedergeboren und bist ein neuer Mensch. Und jetzt kommt das Werk des Heiligen Geistes, er führt dich in alle Wahrheit. Das Problem ist immer nur dann, wenn jemand denkt, er ist wiedergeboren und ist es nicht. Und sich dann noch auf die Gnade beruft, die schlimmsten Sachen macht und die anderen sagt, ja, ich bin doch eh gerettet. Ich mache doch, was ich will. Das ist ein Beispiel, wo du kannst klar und deutlich sagen, der hat es nicht verstanden. Ist doch ganz klar. Also wir wissen, dass dieses Fest ist, das Sukkot ist das Fest der Vollendung, das siebte Fest. Sieben steht für die Zahl Gottes, Vollendung. Und Vollendung setzt sich zusammen aus 4 plus 3. 4 ist die Zahl der Welt, 3 ist die Zahl Gottes. Welt, Süden, Westen, Osten, Norden, die Zahl Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir und Gott eins sind 7. 7 ist die Vollendung. Das ist das Endziel. In deiner Hütte, mit deinem Vater, neben dir, in seinem Arm, in die goldene Stadt. Und dieses Fest hat noch einen Zucker, und damit schließe ich. Am 8. Tag dieses Festes, am Ende des Laubhüttenfestes, feiert Israel diesen Tag, der heißt Shemini Atzeret. Und das bedeutet, der 8. Tag steht für den Zeitpunkt der himmlischen Hochzeit. Und 8 ist die Zahl der Ewigkeit. Die hat kein Ende und kein Anfang. Ewig 8. Und dieses wird ewig dauern. Am 8. Tag das Fest des Hochzeitsfest des Lammes. Gott soll uns heute Abend besonders segnen, dass wir dieses in unserem Herzen haben und in Zukunft die Feste Gottes feiern. Ganz einfach, aber hingegeben von unserem Herzen. Amen. Und jetzt wollen wir die Opa-Gruppe schnell vorholen.